Hallo, liebe Freunde und Freundinnen von Mittelstadt TV. Heute gibt es wieder eine Neuartenvorstellung. Diesmal handelt es sich um die Pico Baureihe 216 in der Epoche 4 Ausführung. Artikelnummer 52402 mit Sound. Ja, es handelt sich hier um das, wie hat man damals so schön gesagt, die Lollo, die keine mehr war. Das heißt, diese Maschine war eigentlich noch genau wie ihre neuen Schwestern vorher eine richtige Lollo. Allerdings wurde hier schon der Oberbau verändert. Das heißt also, Fahrgestell, Tank ist alles von der Lollo. Und die Schnauze, die Front ist aber schon serienmaschinentypisch. Es ist noch nicht genauso gleich. Das sieht man auch an diesem Knick vorne bei der Führerstandstür. Das haben die Serienmaschinen nachher nicht mehr gehabt, weil da wurde dann einiges geändert. Und wie man sieht, hat Pico das sehr schön dargestellt. In meinen Augen ein wundervoll toll gewordenes Modell. Und ich habe dahinter schon mal eine Brava 216, eine Serienmaschine stehen, und würde euch dann jetzt mal so die Unterschiede mal eben zeigen. So, Kamera ein bisschen anders positioniert. Jetzt könnt ihr dahinter, wie gesagt, die Serienmaschine sehen. Und ich hoffe, dass die Kamera das jetzt auch so einfängt, dass ihr das nachher auf eurem Monitor gut seht. Halt die Unterschiede. Zum einen haben wir ganz markant auffallend der Tank, so wie er bei der Lollo war. Und hier, wie man sieht, von der Serienmaschine. Ich werde nochmal eben das Licht ein bisschen umpositionieren. Kleinen Moment. So, jetzt sehen wir das, glaube ich, besser. Hier, wie gesagt, der Serientank und das ist der Vorserientank. Also, wie gesagt, sehr gut dargestellt. Dann, nächstes markante Beispiel. Dieser Knick in der Schürze. Das haben die Serienmaschinen nachher nicht mehr gehabt. Das könnt ihr dann hier gut sehen. Da ging das durch, geradeaus durch. Ja, was könnte man jetzt noch großartig sagen? Die Dachpartie. Dafür werde ich mal gerade die Kamera ein bisschen hochschieben. Ja, so, jetzt könnt ihr die Dachpartien sehen. Wobei bei den Vorserienmaschinen selbst dort alle unterschiedliche Dächer hatten, weil einiges da ausprobiert wurde. Aber die Serienmaschine sieht dann einfach so aus. Kippst die noch mal ein bisschen um. So kann man den Unterschied, glaube ich, sehr gut sehen. Ja, mehr werde ich da jetzt gar nicht mal großartig zu sagen. Ich werde dann noch ein paar Bilder einfügen, dass ihr besser die Front sehen könnt. Als nächstes, wie gesagt, alles sehr gut dargestellt, hat Pico wirklich gut gemacht. Kommen wir dann zum Sound. Die Lok, so wie sie jetzt hier steht, ist noch ganz normal, wie aus der Packung sie heute entsprungen ist. Und heißt also, da ist noch nichts dran verstellt worden. Sie hat auch immer noch die Adresse 3. Und wir fangen dann einfach mal damit an. F0 ist ganz normal das Licht. F1 der Motorsound.
Ja, so läuft der Motor jetzt, wie gesagt, im Leerlauf. F2 ist Zugbeleuchtung, Lok zieht. F3 Zugbeleuchtung, Lok schiebt. Das ist ja das übliche, was der Pico immer so macht. F4 wäre Kuppel. F5 ist die Maschinenraumbeleuchtung. Dazu machen wir eben das Licht wieder dunkler. Ich denke, so kann man das gut sehen. F6 ist der Rangiergang. F7 die Lautstärkeregelung. Das heißt also, F7 mit einer Taste kann man lauter sowie auch leiser stellen, indem man öfters den Taster bedient. So, das ist jetzt die lauteste Einstellung. Dann mit F8 Führerstandsbeleuchtung. F9 Führerstandsbeleuchtung auf der anderen Seite. Jetzt mache ich erstmal das Licht wieder an. F10 Lokführergruß. Passiert leider nichts. Was auch immer das sein soll. F11 ist der Horn hoch. F12 Horn tief. F14 der Hilfskompressor. Was halt schon eigenartig ist, dass diese Zusatzgeräusche wesentlich lauter sind als der Motor. Ich weiß nicht, was Pico sich dabei denkt, aber es soll wohl so sein. Dann als F16 haben wir die Führerstandstür. Das hört sich irgendwie mehr nach dem Führerstandsfenster an. Ich habe mich auch vertan, das war jetzt F16, Führerstandsfenster. Führerstandstür ist F15. F17, die Handbremse. F18 Schienenstöße, natürlich nur während der Fahrt. Dann F19 Kurvenquietschen, natürlich auch nur während der Fahrt. F20, es soll Lok tanken sein, funktioniert nur wenn F1 aus ist. Moment. Sehr negativer Geräuschabgang gerade in meinen Augen. Also so läuft ein Maybach-Motor nicht aus. Naja, kommen wir zur F20, wie gesagt. F21, der Scheibenwischer, was man auch immer mit diesem Sound soll.
und F22 wäre Ton aus. Also in dem Sinne Mute. Ja, das war jetzt die Vorstellung der Funktion. Ich starte die Maschine nochmal wieder. Und wenn sie gestartet ist, positioniere ich nochmal die Kamera um und werde sie mal anfahren. Ja, dann fahren wir die ganze Maschine mal an. Wer schon von einer Lollo Videos gesehen hat, der weiß, wie sich sowas anhören sollte. Und jetzt hört ihr gleich mal, wie sich das bei Pico anhört. Das war jetzt ein schönes Beispiel. Sollte diese Lok einmal kurzfristig den Strom verlieren, wegen einer dreckigen Stelle, schaltet sie sofort den Sound leiser. Das heißt also, wir müssen wieder F7 mehrfach betätigen, dass wir wieder auf die lauteste Stärke jetzt kommen. Nur mal so als Beispiel. Kann natürlich auch leiser sein und dann wird es halt noch leiser. Das ist in meinen Augen auch sehr negativ. Und das Fahrgeräusch, da fehlt auch irgendwas. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe noch eine zweite Maschine hier und das ist jetzt die, da war wieder der Sound weg. Und diese Maschine ist jetzt, wie gesagt, die, wenn ich mich nicht täusche, wo der Sound ein bisschen besser ist. Ich werde euch jetzt gleich nochmal die andere vorführen. Dafür werde ich mal eben tauschen. So, das ist jetzt die zweite Maschine hier. Ich werde euch auch gleich erklären, warum das so ist. Und erstmal starten wir die. Ich hoffe, es kommt trotz des Richtmikrofones, welches ich verwende, gut genug über, dass diese Maschine, wie gesagt, kommt aus derselben Produktionslinie, kommt vom selben Händler, wesentlich schwächer auf der Brust ist. Warum auch immer, ich frage sie jetzt mal.
Also solltet ihr euch auch diese Maschine zulegen. Achtet genau drauf. Sie kann fehlerhaft sein. Und diese Maschine ist definitiv fehlerhaft. Wird auch zurückgehen. Auch die andere Maschine von meinem Kollegen, für den ich sie halt mitgebracht habe, der dann heute Nachmittag sich davon selber hier ja, überzeugt hat und auch gesagt hat, das geht so gar nicht, wird seine Maschine wieder zurückgeben, beziehungsweise ich werde sie zurückbringen, weil sie ist zwar kräftiger im Sound, ist auch laut genug, darum geht's nicht, aber der Fahrsound, da fehlt was. Es fehlen Fahrstufen. Es ist so nach dem Motto, ich habe einen Leerlauf, ich habe eine Fahrstufe 1 und das war's. Man kann sagen, man kommt sich zurückversetzt wie zu, ja, um jetzt einen anderen Hersteller zu nennen, ESU V.2.0. So waren früher mal ESU-Sounds. Und dafür, dass dieser Sound so angepriesen wurde, tut es mir leid, Pico, aber da müssen wir dann nochmal ein bisschen üben, bevor wir sowas anpreisen. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt Folgendes machen. Wir werden die Loks zurückgeben, werden uns versuchen, eine Analogversion zu besorgen, werden die mit einem Decoder eines anderen Herstellers ausstatten, werden da den vernünftigen Maybach-Sound drauf spielen und hoffen, dass der Kondensator, dieser Störkondensator, den Pico angeblich sehr gerne verbaut, uns da keinen Strich durch die Rechnung macht. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich finde, mehr braucht man da eigentlich nicht sehen. Da möchte ich auch jetzt kein Fahrvideo mehr machen. Wie gesagt, die Maschinen werden jetzt direkt verpackt. Aber mal als kleinen Unterschied werde ich euch jetzt mal die Serienmaschine starten. Da ist ein ESU 4.0 drin. Und so sollte sich eigentlich auch, beziehungsweise sogar noch kerniger, die Vorserienmaschine anhören. So, dazu fahre ich aber erst nochmal die andere ein bisschen weiter zurück. Wie gesagt, damit ihr euch nochmal überzeugen könnt, beide Vorserienmaschinen stehen jetzt nebeneinander, davor die Serie und jetzt werden wir mal die starten. So, ich werde sie jetzt nochmal ein bisschen hin und her bewegen, damit ihr hört, was ich eigentlich meine, was eigentlich beim Motor und Motorsound passieren sollte. Was halt auch störend empfinde bei Pico, die Nebengeräusche sind lauter und kräftiger als das eigentliche Motorgeräusch. Gut, das ist eine Einstellungssache, die kann man garantiert, wenn man einen Pico-Programm hat, ändern. Das denke ich doch mal, bei ESU kann man es ja auch, aber eigentlich sollte ein Hersteller eine Lok so ausliefern, dass der Otto Normalverbraucher sie auf die Anlage stellt und seinen Spaß damit hat. So, das einmal zum Abschluss. Ich hoffe, jeder weiß jetzt, was ich meine, was den Fahrsound angeht. Wie gesagt, das Modell vom optischen her und wie es gemacht ist, 1A,
kann ich Pico nur mein ganz großes Lob aussprechen und auch meine Bewunderung, dass sich Pico es traut, ein Einzelstück als Form anzufertigen, weil jede 216er danach sieht anders aus als diese. Das könnt ihr, wie gesagt, an dem Brava-Modell sehen. Und das heißt also wirklich, Pico kann diese Form nur für die 216-010 benutzen und für sonst keine. Und dafür meinen ganz großen Respekt. Und wenn es nicht gerade, wie gesagt, eine Vorserienmaschine wäre, dann würde ich mir wahrscheinlich nicht mal das Analogmodell kaufen, obwohl sie optisch sehr schön ist. Aber wie gesagt, dass es noch eine Vorserie ist, macht es für mich so attraktiv, dass ich dann hoffe und versuche, es mit einem anderen Decoder besser zu machen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.